Okay, neuer Part angefangen, weil der letzte 20 Minuten lang war. Ah, da haben wir ihn doch. Mit ein bisschen Glück bemerkt unser gefiederter Freund diesen schimmernden Tarntier. Wenn er dann bei uns ist, versuche du Freundschaft mit ihm zu schließen. Überlass das nun mir. Also gut, los geht's. Hier. So funkelt er so. Da ist der. Komm, komm. Keine Angst, mein kleiner Freund. Wir tun dir nichts. Komm jetzt, komm. Was du nicht sagst. Sag mal, das Vögelchen scheint dich sehr zu mögen. Seid ihr jetzt meine Freunde? Aber natürlich. Na dann, wenn ihr jetzt Freunde seid, wieso gibst du ihnen nicht einen Namen? Maxi King. Das ist eine tolle Idee. Maxi King Jr. Soll ich ihn bloß nennen? Maxi King Jr. Komm. Maxi King. Groß, ne? Maxi King. Ja, ein großes J, dann einfach ein R, oder? R. Junior. Ist wirklich? Wie ein Leerzeichen? Ja, warte, nicht Maxi King. Wie nehme ich ihn einfach? Welchen Menschen hasse ich sehr? Was? Soll ich ihn dann... Warte, der Papagei ist eigentlich cool. Wie nenne ich ihn? Puckuck. Ich nenne ihn Tauboss. Was? Ja, Tauboss. Tauboss. Mann. Tauboss. XD. Nein! Tauboss einfach dann. Tauboss. Hallo, hallo, sehr erfreut. Ich heiße Tauboss. Tauboss? Hallöchen zurück, ich bin Luke. Die Folge ist ganz meinerseits, Tauboss. Ach, ist er jetzt ganz Zeit dabei? Ja, sehr gut, Luke. Das war fantastisch. Kunststück. Was wäre sonst vom Lernen des großen Professor Layton zu erwarten? Guck mal, irgendwie merkwürdig. Er kann mit Tieren sprechen. Nein, und der nicht. Das ist merkwürdig. Ja, aber stimmt da nicht. Das Papagei-Minispiel ist jetzt im Koffer des Professors verfügbar. Ja, jetzt kann ich... Ja, du... Ist jetzt... Ja, ja. Dann hast du die Gelegenheit, mir geflügelt, ja. Geflügelt zu attacken. Für welch ein Glück, ihr habt die dornige Bedrohung eingefangen. Ihr seid wirklich tapfere junge Männer. Bleibt so, wie ihr seid. Dann könnt ihr auch solche Delfine werden, wie ich einer bin. Wir sind froh, behilflich gewesen zu sein. Bitte sehr, ich glaube, diese Menschheitenknöpfe und der ethischen Gelegenheit. Vielen Dank. Die Menschheitenknöpfe machen mich noch gut aussehender, als ich noch ohne schon bin. Nun, eure Mühen müssen belohnt werden. Oh, das ist wirklich eine nette Fährte, ja. Ja, er hat recht, Menschen zu helfen ist Belohnung genug für uns Sentiments. Ja, warte mal, wie ist der Rivale? Don Paolo, ne? Er konnte sich verkleiden, oder? Ja, aber... Was ist, wenn er der alte Luke ist? Ich sag dazu mal nichts. Wer stimmt das? Werden ja sehen. Hey, Torboss, los, wir spielen. Ja, Krächt! Ja, ich finde dich auch. Gut, siehst du diesen Apfel? Bring ihn zu mir. Kannst du das? Aber Krach! Ist auch... Ja, wie es scheint, hat sich ein selbstloser kleiner Papagei auf Lieferpote gebildet. Heute waren seine Flugversuche durch das Gewicht des Lieferguts wohl weniger elegant ausgefallen. Versuche die Hüpfer, ja, ja. Hä? Was? Zeichne eine Verbindungslinie. Ja, das zeige ich dir gleich. Ja. Ich überspringe das jetzt, Leute, weil ich das einfach euch jetzt einfach zeigen werde. Ich muss das. Schnell. Ja, komm. Ach so, muss ich springen oder was? Ja. Ja, komm, beeil dich. Man muss jetzt Linien ziehen, auf die Linien springt er jetzt und landet dann auf bestimmte Stellen dann. Cool. Und so, Abflug. So, so. Und landet auf dem Ziel. In den Abgrund auch. So. Das gibt Minispiele. Große Klasse, Torwart. Du hast dich aber mit nichts geschafft. Große Klasse. Wenn du ihn nochmal trauen willst, brauchst du nur mal zu krächzen. In Ordnung? Krächzen, gut, doch. Krächzen. Es gibt jetzt noch ein paar Minispiele dafür, aber dann später. Also man schaltet die frei, oder? Ja. Such immer deine Familie. Ja, ja. Er ist so roden als... Hat der noch ein Rätsel? Nein. Bei einer Trollingwache, ja, ja, ja. Das ist traurig, kleiner Mann. Ich geh einfach mal weiter.
Nimm hier den Pfad, der nach Westen führt. Nach Westen führt dieser Weg ebenfalls zum Midland World. Das tut er, und zwar in die Hälfte der Zeit. Also jetzt könnt ihr auch dahin. Der dritte nennt Priester, der hat ein Rätsel für uns. Wie heißt der? Abele? Ja. Abele. Was schaust du mich so an? Zusammenbruch. einfach so, pardon, ich wollte Ihnen nur gerade einen guten Tag wünschen. Gahahaha. Ganz schön mutig von dir, mich einfach anzusprechen. Geradezu komisch. Gahahaha. Sie köstlich habe ich mich schon lange nicht mehr amüsiert. Hier ist ein Rätsel für dich, Junge. Los, zeig mir, ob du viel Grips in wie Mut hast. So dicke Augenbraue. Wer hat die Jacke? Okay. Vier Kinder haben bis zum Anbruch der Dunkelheit im Park gespielt und sind hastig nach Hause aufgebrochen. In der Hektik sind ihre Jacken durcheinander gekommen. Ich habe meine Jacke wohl im Park liegen lassen. Oh. Nanu, in der Jacke steht ja der Name von A. Moment, ich hatte doch gar keine Jacke dabei. Wem gehört dann die hier? Das ist ja gar nicht meine Jacke. Wer hat die Jacke von D.A.? Okay. Wohl im Park liegen lassen. Okay, aber B hat die... Der Fettsack... Warte, das war der Fettsack. Oder, warte... War es der Fettsack, der das hatte, oder war es der hier? Ich weiß nicht, dass einer von denen das hatte. Ja, C wahrscheinlich. C war es, der Fettsack. Das ist meine Antwort. Ja, C. Das ist auch voll simpel. Guck mal, B hatte die Jacke von A angehabt und D hatte irgendeine Jacke von jemand anderem. Mhm. Und A hat keine Ahnung. Guck. Ich hab den Fettsack gesagt, du hast C gesagt, geht ja auch. Los, lass sie da. Fettsack war C. Sag ich ja. Wer auf seine Sachen aufpasst, erspart sich Kopfzerbrechen. Dass wir Reisen nach auf Klippe bekommen. So, was bestimmt ist der Ausblick von den Terras atemberaubend. Ja, das Panorama ist nicht zu verachten, aber die Zeit drängt. Auf zum Uhrenladen. Erstmal alles untersuchen hier. Hier ist bestimmt irgendwann ein Rätsel. Schornstein? Also nicht Koffer. Gibt's nicht. Was? Ameisen. Hier ist alles voller Ameisen. Ach. Die Midland-Wort ist auf der anderen Seite des Tors dort. Ich renne vor und öffne es. Ich dachte, du willst öffnen. Hä? Das Tor ist verschlossen. Verschlossen? Das kann nicht sein. Tritt mal zur Seite, Luke. Ich kriege schon auf. Seltsam, es ist tatsächlich verriegelt. Schaut mal hier zwei. Auf dem Tor ist ein merkwürdiges Zahlenschloss angebracht. Rätsel-Time. 40. Uns fehlt trotzdem 30 und 31. Ach, dieses Rätsel habe ich auch schnell gelöst. Damit dieses Tor sich öffnet, müssen vier Ziffern so eingesetzt werden, dass sämtliche Gleichungen stimmen. Siehst du die senkrecht ausgerichteten Gleichheitszeichen? Diese bedeuten, dass jede Ziffer, die an einen leeren Platz gesetzt wird, sowohl in der oberen als auch in der unteren Gleichung an der entsprechenden Stelle steht. Man kann vier Zahlen einsetzen, ne? Mhm. Was mal was kann was angeben? Das heißt 18, 93. Wie viel sind das denn insgesamt? Wo muss denn was hin? Ach so, dass das da stimmt und das auch gleichzeitig. Ja. Das Ergebnis muss immer gleich sein. Was, aber ich hatte irgendwas im Kopf eben. 18, 20. 1, 2, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, das sind 45 von der Zahl her insgesamt. Ups. Das kommt nicht hin. 23. Was für eine Zahl willst du denn rausbekommen? Was? Was willst du denn rausbekommen? 36. Hä, warte mal. Da vorne. Ich verstehe es, warte. Die höchste Pluszahl, die man kriegen kann, ist 9 plus 8. 17 plus 9 plus. Das sind 16, ne? 2 plus 8. 10. Ja, das kann man. Von oben stimmt das ja. Da kommt 16 raus und hier auch. Aber das muss auch unten stimmen, so, ne? Oder? Ich weiß nicht. Ich hab das Rätsel nicht geschickt. Zehn, zwei, fünf.
Ich glaube, das ist richtig. Nein. Wieso nicht? Da kommt 10 hier oben raus, ne? Beide 10. Achso, unten gibt es 7 und 9. 4. So? Stimmt. Ne, hier kommt 6 raus. Nein, das oben ist mal. Achso. Hier unten. Achso, okay. Und oben würde 9 rauskommen. 9? Ach ja, ach so. Ach 7. Okay, ja. 6? Auch nicht. Okay, oben reicht. 5. Stimmt, warte. Nein, mit 4 war falsch. Warte, mach mal wieder 5. Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Warte, ich will mal angucken. Guck hier, warte. 2 mal 3 sind 6, 6. 1 plus 5 sind 6. Und hier 2 plus 3 sind 5, 1 mal 5 sind 5. Ja, okay, stimmt. So stimmt es. Ich bin sicher. Nee. Trotzdem guckt am Ende noch so komisch. Da lag ich von. Ja, ja. Ich dachte auch erst. So irreführend. Hey. Hervorragende Arbeit, großer Luke. Ich glaube, für Glückswünsche ist es zu früh, Professor. Das Tor will sich immer noch nicht öffnen. Aber wenn es nicht zum Rätselschloss versperrt gehalten wurde, von was dann? Tja, ich glaube, es wird Zeit für Plan B. Es mag eine etwas triviale Art sein, aber das Problem zu lösen, aber hilft ihr mir kurz, das Tor aufzustemmen? Yeah, Pumpen. Yeah, natürlich, wir scheinen ohne ein wenig Alternativen zu haben. Seid ihr bereit, alle zusammen? Achtung, fertig. Ja, Tritt verpassen. Los! Na nun, wer liegt denn hier ausgestreckt auf dem Boden? Haha, kaum zu glauben, das. Aber unser Freund hat anscheinend schlafen an der Tür gestanden. Tja, das beweist umso mehr, dass jedes Rätsel eine Lösung hat. Selbst wenn es manchmal jemanden dabei von den Füßen fegt. Oh, denken Sie lieber schnell weiter, Professor. Die Gefickte kommt nämlich gerade schnurstracks auf uns zu und sieht wieder wütend aus. Hey, was wollt ihr ein? Mein Lieblingsschlaf. Ich hätte diesen Jungen verprügelt. Was wollt ihr euch ein, mein Lieblingsschlaftor aufzutreten? Es hat nicht nur wehgetan, nein, ihr habt mich auch aus dem Winkerchen gerissen. Das ist von Nase gebrochen oder sowas. Wir sind untröstlich weiter. Wir hatten ja keine Ahnung, dass sie auf der anderen Seite standen. Was schläft da auch da? Sie waren das. Oh je, ihr Hut. Ihr wird schon wieder furchtbar ohne mich. Nein, mir ist gar nicht wohl. Ich mache mich besser, schnell jetzt auf dem Weg nach Hause. Und schon wieder habe ich diesen Mann verscheucht. Ich würde es mir nicht zu Herzen nehmen, Professor. Konzentrieren wir uns lieber darauf, zum Unterland zu kommen. Wir sind gleich da. Ich geh mal kurz da rein. Rätsel. Yeah. Nun, lassen Sie es mal hören. Wie viel Ärger hat Ihren Hut denn mittlerweile so eingebracht? Nun, ich muss schon sagen, dass er hier und da für gewisse Aufsehen gesorgt hat. Ha, das kann ich verstehen. Sehen Sie sich bitte vor damit, ja? Man kann ja nie wissen. Aber genug davon. Jetzt, da Sie hier sind, können Sie mir bei einem kleinen Problemchen helfen. Okay, noch 16 Minuten. Okay. Ein Keller reibt sich seinem Schmerzen den Rücken und klagt dir. Achso, ein Kellner reibt sich seinem Schmerzen den Rücken und klagt dir in seinen Leib. Hast du vorher gesagt? Keller. Achso. Ich nehme mir dieselbe Kiste, um mehrere Gläser auf einmal zu tragen. Aber eine solche Art Glas macht mir dabei echt zu schaffen. Alle Gläser wiegen gleich viel. Von welchen der hier abgebildeten Sorten Glas spricht der Kellner wohl? Welche Gläser machen ihm dann Sorgen? Ja, war das da, war das immer runterfällt, oder? Den? Ich würde sagen, weil das immer runterfällt. Mal sehen, ob das stimmt. Nein! Welche dann? Da muss ich einen Fehler gemacht haben. Gehen jetzt 5 oder 10 gleich? War das so schwierig, Gläser fragen? Was stand da? Alle Gläser wegen gleich. Ja, aber was stand da als Tipp? Warte mal. Ich nehme immer diese Kiste und mehr Gläser auf einmal zu. Aber eine Sorte Glas macht mir immer echt zu schaffen. Vielleicht weil man das nicht stapeln kann, so richtig, oder? C? Guck mal, er will ja immer mehrere Gläser auf einmal nehmen, deswegen. Ach so, warte mal. Das hier kann man jetzt in das. Das einfach machen. Das kann man nirgendwo ja, rein. Ja, deswegen. Das hier. Mal sehen, ob das stimmt. Hä? A oder D dann? Nun, Beharrlichkeit ist eine Tugend. Musst du die schweren Gläser tragen? Schweben die Gläser? Ah, kacke, Mann. Dann A. Ich
Hol das einfach B. Mal sehen, ob das stimmt. Alter! Einfach B. Einfach mal was sagt. Nun, Beharrlichkeit ist ein Tugend. Warum? Ich versteh's nicht. Nur wie einfach mal was. Alle. Okay, jetzt müssen wir aber raten. Ja, komm, wir wissen ja noch nicht, wir müssen noch ein bisschen raten hier. Hä? Kacke! So sollte es stimmen. Wieso? Ganz wie ich vermutete. B ist die gesuchte Glasort, also. Was heißt das? Hä? Ich dachte. Ja, er will ja immer so viel wie möglich. Aber hat er nicht auf der Fragestellung gesagt, welche von denen ist am schwersten? Also. Er will immer so viel wie möglich, aber die wiegen an sich ein Glas immer von jedem gleich. Ach so, oder was? Aha. Kacke. Was für eine Geschichte steckt bloß hinter ihrem Zylinder? Sie müssen ja sehr an ihm hängen, wenn sie ihn trotz aller Verwarnungen weiterhin so konsequent tragen. Mit dieser Vermutung legen sie in Gold richtig. Dieser Hut ist mein wertvollster Besitz. Nun, wenn sie in dem so ist, kann man sie wohl nicht davon abhalten. Aber seien Sie bitte vorsichtig. Heutzutage lauern in London an jeder Ecke Gefahren. In Bremen auch. du möchtest doch noch ein Rätsel versuchen. Oh, lass mich überlegen. Ich war Mundgeruch, weißt du? Ja. Wo musst du? Ah, der Spruch war zu heftig. Da vorne, ne? Ja, aber man kann auch noch. Ach so, die andere Rätsel. Oder? Ja. Ja, wir können so lange warten, bis hier schwarz ist. Ja. Es kommt gleich ein ekliges Rätsel. Ich weiß jetzt schon, dass du darauf keinen Bock hast. Oh, ich hab dir auch mal erzählt, dass dieser Bauarbeiter ein Rätsel für uns hat. Sagen Sie, waren Sie schon in dem verfallenen Geschäft südlich von hier? Da soll eine große, überaus merkwürdige Blume stehen. Hm, was wäre denn an dieser Blume so merkwürdig? Die scheint Rätsel anzuziehen, die von ihrem angestammten Platz verschwunden sind. Ach, wie können wir jetzt da hin? Eine Venusfliegenfalle für Rätsel, meinst du? Den Gerüchten nach zu schon, in gewissem Sinne zumindest. Ich selbst habe sie nie gesehen. Aber wenn es stimmt, können wir dort sicher alle Rätsel finden, die wir übersehen haben. Wir sollten mal einen Blick in den Laden werfen, doch solch eine Art eine Blume verheißt. Was sagen Sie, Professor? Nun, was haben Sie denn schon zu verlieren? Der Laden ist gleich dort drüben und wäre sicher ein sehr nützlicher Erfüllung. Ja. Was soll machen? Worauf warten die denn noch? Auf geht's. Was denn? Wir haben bestimmt eh nur zwei verpasst. Was ist da? Ja. Jetzt kommt die Blume. Vorsicht, Professor! Eine Biene! Bleib ruhig, Luke. Bienen tun einem nichts, wenn man sie nicht reizt. Na, hoffentlich haben Sie recht. Diese hier scheint mir aber ein äußerst eigentümliches Exemplar zu sein. Willst du mal mit ihr reden? Nun, ich kann es versuchen. Hört, hört, was Meister Krempe da sagt. Der Mann hat ein Auge für Drohnen von Format. Hui, du bist ja wirklich ein ganz besonderes Bienchen. Sagte ich doch, du Naseweiß. Obwohl die ganze Beachtung manchmal ziemlich nervt. Du würdest wohl weniger auffallen, wenn du nicht sprechen würdest. Ja doch, klar doch. Hör mal, du gerne groß, ich hab euch was zu sagen. Die ganzen Rätsel, die ihr nicht löst, die gehen nicht einfach verloren. Sie landen alle hier bei mir. Irgendwas an mir zieht sie wohl an oder so. Moment, Moment! Du machst also eigentlich genau dasselbe wie Oma Enigma? Wie wer? Kenn ich nicht. Bienke ist mein Name und weh, du vergleichst mich nochmal mit deiner Oma. Ich erzähl dir jetzt, wie man sich die Rätselliste anschaut. Also, sperr die Löffel auf. Ich bin ganz Ohr. Fein. Ihr berührt einfach die Blume da hinter mir und schon seht ihr all meine Rätsel. So einfach ist das. Wenn ihr also mal dringend ein paar Rätsel lösen wollt, die ihr übersehen habt, dann kommt zu mir. War das klar genug? Oder muss ich's euch einpieksen? Nein, es war wirklich eine stichhaltige Erklärung. Dann ist ja gut. Viel Spaß beim Rätselknacken. Ich brumme hier herum, wenn ihr mich mal braucht. Los, hässliche Biene. Blumen sind was Faszinierendes, ja. Klingt schräg, ich weiß. Aber Augen auf, gleich werdet ihr es sehen. Was? Also bisher keine Rätsel für uns. Wie geht das? Wir haben noch 31 und 30 nicht. Ich sag ja, die Biene ist unfähig. Mann! Unfähiges Stück Scheiße. Soll ich dieses Rätsel machen? Ja. Du wirst es nicht mögen. Egal. Augen auf, ihr Träumer, das ist eine Baustelle. Oh, natürlich. Die Arbeit scheint hier prächtig voranzuschreiten, stimmt's? Ja, das sieht nur so aus.
Hier läuft gerade nichts. Schaut euch mal nur das Brett hier an. Das ist aber eigenartige Form. Wofür brauchen wir das denn? Gebrauchen kann ich das momentan überhaupt nicht, aber ich habe ganze Paletten von den Dingern. Der Bauplan verlangt quadratische Bretter. Mann, was soll ich denn tun? Solange es nicht mit Uhren zu tun hat? Aber das ist mit diesen... Okay, ja, lies mal gucken. Diese Bretter sind seltsam geformt, die man im Moment herzlich wenig damit anfangen kann. Sollst du es in zwei Teile zersägen, die zusammengesetzt ein Quadrat ergeben. Wenn du die Bretter nach dem Aussägen in kleinster Weise drehen oder kippen darfst, wie musst du die Sägelinien dann aufsetzen? Zeit darf spiegeln? Nichts spiegeln, man muss einfach sägen. Deswegen wollte ich dieses Rätsel. Ich hasse diese ganzen Rätsel mit diesem Bau. Einfach so. Ah, okay, gut. Ist doch, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe bei diesen Rätsel sofort nachgeguckt. Kann man drehen und sowas? Nein, man kann nur Linien ziehen. Wenn du die Bretter nach dem Aussägen kannst. Ach, man darf nicht, ne? Mm-mm. Ich sag dir jetzt schon, du wirst zu lange gebrochen. 8 Minuten hast du noch Zeit. Warte. Man darf nicht drehen und so. Mm-mm. Ansonsten wäre das ja richtig. Guck mal hier. Wenn du das dann so drehst. Oder? Ja, aber, so aber dieses Stück ist doch noch übrig. Nein. Guck, du schneidest das ab. Mm-hmm. Danach drehst du das, also spiegelst das und danach machst du einfach rein. Das geht nicht, willst du versuchen? Das darf man nicht, oder? Kannst du ja versuchen. Ich weiß es nicht mehr. Ich würde sofort nachgucken. Ich habe gar keinen Plan. Es fehlt mir auch keine Tipps anzugucken. Okay, warte, ich versuch's nochmal. Es soll so aussehen hier. Dass 5-5 ist, ne? Mhm. Wie oft darf man das denn schneiden? Einmal? Zeige entsprechend ein und berühre Antwort. Eine Linie. Okay. Ich bin dafür, erst nachzugucken. Ich habe gar keinen Bock drauf. So ein Rätsel hasse ich so sehr. Wie diese Uhrenrätsel. Selbst die, okay, die sind schlimmer für mich. Wenn man spiegeln dürfte, dann ginge das auch. Du wirst so lange gebraucht, bis du es kapierst. Darf man das spiegeln? Nix spiegeln, man muss einfach die Linie ziehen. So, dass 5 hier ist und 5 hier ist, ne? Ich glaub schon. Sag mir nicht, es kommt irgend so eine Missgeburtform raus. Ich weiß nicht mehr, aber ich glaub schon. Echt? Ja. Nein! Das darf nicht. Tipp? Soll ich einen Tipp machen? Mach doch. Weil der erste Tipp ist bestimmt so, wer hat nur diese komische Formel ausgesehen? Seht ihr die Quadrat oben rechts genau? Guck, schon an dem ich einen Hinweis. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Weiß nicht, wenn ich. So direkt hätte ich das gesagt. Probier. Darf das aber nicht spielen? Ah. Vielleicht darfst du ja. Versuch einfach, ich weiß es nicht mehr. Versuch einfach, vielleicht ist ja auch richtig. Oder hier? Ja, okay. Oder wie oft darf man es versehen? Einmal, ne? Einmal. So sollte es stimmen. Danke, das Rätsel ist behindert. Habe ich etwas übersehen? Ja. Ist ganz leicht, stand da. Ich schalte dieses Rätsel trotzdem nicht. Guck mal, ist das ein 20 Pirat? Hallo, komm, denk nach! Komm her! Denk nach! Ich habe Kopfschmerzen. Warte mal. Ey, wir sind richtig weit gekommen, oder? Mit Rätsel 14 haben wir angefangen. Wir sind schon bei Rätsel 43. Mal sehen, ob das stimmt. Nein. Nun, Beharrlichkeit ist eine Tugend. Ja, ist schon klar. Die Seiten aus dem Quadrat zusammensetzen solltest du für einen 500 lang. Das hab ich eben auch gehabt. Das hat nur 20 Pi Grad, also schnell. Kann man nicht bis hier? Mm-mm. Was jetzt? Nachgucken. Warte. Ich würde sagen, spontan nachgucken.
Es hat keinen Sinn mehr. Es hat keinen Sinn mehr. Es hat keinen Sinn, Sinn mehr. Es hat keinen Sinn mehr. Es hat keinen Sinn mehr. Guck, du, dir fällt auch nichts mehr ein. Doch, doch, ich probier. Guck mal, 5 Felder aber. 5. Was hast du da? Ich glaube, ich gönn mir gleich mal Müsli. Hä? Wieso macht er das so? Dieses Rätsel ist so beknackt. Es gibt davon 3 Sorten. Echt? Ja, nach denen gibt's nur 2 andere Sorten. Da bin ich bin echt dafür, dass ich die sofort nachgucke. Die anderen Rätsel kann ich ja verstehen, sie zu machen, aber das Rätsel... Hast du schon gemacht? Hm? So sollte es stimmen. Nein! Komm! Nein, ein Tipp noch. Da muss ich einen Fehler gemacht haben. Das sind nur 20, das ist nicht so schwer. Möchte gerne rechts 2 Reihen gerade abschneiden und diese Stück drehen, um das passend zu machen. Aber leider ist das Drehen nicht erlaubt. Der Schnitt, den du ansetzt musst, ist treppenförmig. Ah, cool. Ich habe auch gerade darüber nachgedacht, aber kann es sein? Vergleich mal. Kann es sein? Was ist das? Das kann so nicht, sollte es stimmen. Nein, was? Nicht. Was? Hä, doch? Habe ich etwas übersehen? Ja. Ups. Nix zu verrichten. Sauber gesägt, ist klar. Treppenförmig? Von wo denn? Von hier aus? Glaub eher nicht, nein. Nö. Lass lieber nachgucken, du hast 3 Minuten. Okay. Das hab ich irgendwie gemacht, ne? Mhm. Oder so hab ich gemacht? Das hast du noch nicht. Doch! Das hab ich noch nicht, ne? Mhm. Das ist aber richtig. Ja, das sieht vielversprechend ja. aus. Endlich, hat lange gedauert. Ganz wie ich vermutete. Ja. Ey, der Dreck ist echt einfach. Kacke! Die Mana, ja. Und wir sehen uns das nächste Mal.